So, hallo und grüß Gott, wir wären mal wieder da und ihr Armand und ich, wir möchten Ihnen heute gern zeigen, mit unserer neuen Filigran-Matte eine Kuppitorte mit Kippenmasse. Hallo, ich bin da. Ich zeige heute Ihnen Kippenmasse mit unserer Filigran-Matte. Das haben wir Kippenmasse mit 25 Zucker, 25 Butter, 16 Mehl, 16 Biscuitfein, eine Eiweiß und 10 Gramm Kakao. Und mit wir haben angerührt. Und ich zeige Ihnen diese Matte. Wir streichen diese Kippenmasse auf die Matte. Und dann nehmen wir Winkelpalette. Nur ganz drücken und ausstreichen ganze Matte. Ich habe meine Matte ganze mit meiner Kippenmasse streichen und jetzt nehme ich meine Teigabstecker und nehme meine Folie festhalten und dann nehme ich ganz fest drücken. Schauen Sie. Dann drücke ich fest nochmal weiter. Und so legen wir diese Matte in meine Schnitte rein. Ich nehme meine Matte in meine Hand und liegen lasse auf meine Backgitter mit Folie drauf. Und dann nehme ich meine Backschnitte fest, drauflegen. Ein bisschen schaue ich, dass meine Matte richtig ist, weil wir machen eine Kuppel. Die Matte ein bisschen langsam so ziehen. Und drauf legen wir unsere 3 Eier Biscuit. Drauflegen. Ich streiche meine Biscuit, meine Schnitte und dann lassen wir backen und dann sehen wir unsere Muster raus. Meine Boden ist fertig. Jetzt wir auslösen von der Schnitte. Ich nehme unsere Teigabstecker und Ausstecker überall ein bisschen. Und dann nehmen wir unsere Form raus und dann schauen wir weiter. Nehmen wir unsere Backfolie drauflegen, meine eckige Räder und das Ganze umdrehen wir. Und dann abziehen die Folie. Langsam abziehen wir. Und von einer Ecke langsam wir nehmen das weg. Langsam, ja. Schauen Sie, das ist ein sehr schönes Muster. Komm, raus. Schauen Sie, so picobello und sauber. Dann machen wir eine Kuppel. Wir machen jetzt weiter mit unserer Kuppeltorte und wir sind natürlich sehr, sehr begeistert, dass mit dieser Kippenmasse dieses Muster so schön rauskommt. Was Sie immer wieder beachten sollten, das ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie die Masse abstreifen, dass Sie fest draufdrücken und gut abstreifen, damit hier in den Zwischenräumen kein Kakao mehr ist. Sonst schaut es nicht so schön aus. Bitte doch ganz, ganz gut Acht geben. Ja? Das ist das Wichtigste eigentlich. Und dann kommt das Muster wunderschön raus. Ja? Wir gehen jetzt her und stechen hier ein Teil ab von unserer Schnitte mit unserer Kaschenkuchenform und es ergibt den Boden. Ich lege jetzt meine Folie hier rein und schaue, dass sie auch wirklich packt, dass ich es nicht verkehrt mache. Lege es hier oben drauf auf mein Muster und drehe das Ganze jetzt rum. Sie sehen, wir brauchen immer mehrere Tortenretter, damit wir schön arbeiten können. Jetzt ziehen wir die Folie ab und jetzt liegt es sehr schön hier drauf. Was jetzt für Sie sehr wichtig ist, dass Sie hergehen und jetzt das Ganze bestreichen, also nicht so in die Kuppel einlegen, sondern mit Sahne bestreichen. Jetzt hier Schoko und Latte gemischt, das liebe ich sehr und schmeckt sehr gut. Und das bestreiche ich jetzt mit dieser Füllung. Natürlich wieder mit unserer Winkelpalette. Und mit unseren Profi-Werkzeugen geht es natürlich sehr schön und man kann hier einfach sehr schnell arbeiten. Wir legen jetzt in unsere Kaschenkuchenform unsere Seitenteile ein, legen hier jetzt unsere Kuppel ein
Und so schaut es dann aus. Sie können hier natürlich jetzt mal Rührteig drin backen, Sie können mal Hackbraten drin machen. Man kann sie sehr, sehr vielseitig verwenden, dauert natürlich länger. Sie haben hier diese Backzeitverkürzung nicht. Jetzt nehmen wir unseren Teig in die Hand und legen das Ganze hier hinein. Das ist ein Biskuit mit 3 Eiern mit Kakao. Wir werden es Ihnen in einem anderen Video dann zeigen. Wir legen das Ganze jetzt hier rein. Wir haben das Ganze jetzt nochmal bestrichen, haben unseren Boden draufgelegt und legen jetzt wieder unsere Matte drauf und unsere Edelstahlplatte und drehen das Ganze jetzt um. So, wir nehmen das Ganze jetzt ab und schauen, wir sind schon sehr gespannt, wie das Ganze wohl ausschaut. So, ich habe jetzt einfach gespitzelt, wie das Ganze ausschaut und es schaut super aus. Wir sind alle begeistert. Lassen Sie einfach diese Schale obendrauf, unsere Kuppel, und streichen Sie jetzt mit Ihrer Palette einfach das Ganze zu. Dann schaut es immer sauber und akkurat aus. So, fertig ist das Ganze. Das machen wir jetzt beide Seiten und dann nehmen wir das Ganze ab. Wir nehmen das Ganze jetzt ab und ziehen unsere Folie ab und fertig. So, unsere Torte wäre fertig. Wir haben außenrum mit der großen Blatthülle den Rand versäubert und oben haben wir die kleine Stammhülle als winzige Pünktchen einfach drauf, passend zum Filigran, weil das ist ja auch ein sehr feines Muster, ja. Und ich hoffe, dass sie Ihnen gefällt und bedanke mich auch recht herzlich bei unseren Lumara Fachberater, die wo das einfach sehr schön alles machen, und bedanke mich natürlich bei unserem Lumara Team, bei Simone, bei Aman und bei Nelly. Und jetzt sagt euch die Aman noch die abschließenden Worte. Seid ihr der Meinung, sie hat es spitze gemacht? Und das freut mich, wenn gefällt euch, dann nachbacken. Dankeschön, tschüss, bis nächstes Mal.